Die Saison in der German Football League läuft bereits auf Hochtouren und endlich bekommt Berlin das Spiel, auf das es so lange gewartet hat. Das Hauptstadtderby jetzt auf hauptstadtsport.tv. Die Vorzeichen könnten im Gegensatz zu 2014 wohl kaum unterschiedlicher sein. Damals überflügelten die Berlin Adler als haushoher Favorit beide Male ihre Kontrahenten aus Charlottenburg mit 44-7 und 41-0. Doch aufgrund einer stürmischen Offseason mussten die Adler Anfang diesen Jahres deutlich federn lassen und verloren mit beispielsweise Rory Johnson und Darius Ortlau wichtige Säulen ihres Teams. Die Rebels dagegen blicken nach zwei erfolgreichen Spielen positiv in die Zukunft und gehen wahrscheinlich das erste Mal in ihrer Geschichte als Favorit ins Hauptstadtderby. Und das merken die Zuschauer auch von Beginn an. Die Rebels von rechts nach links über beide Ohren motiviert und mit den ersten wichtigen Yards in Richtung Endzone. Hier nur Adlerspieler David Leisegang kann noch rechtzeitig Schlimmeres verhindern. Doch wesentlich länger konnte man die Charlottenburger nicht in Schach halten. Immer weiter pirschten sich die Männer in Schwarz Richtung Touchdown Nummer 1. Und dann war es auch soweit, Larry McCoy mit den ersten 6 Punkten. Und auch in der Defense sah es zu Beginn des zweiten Viertels sehr gut aus. Ex-Adler Rory Johnson zeigt hier, warum er bei den Gästen schmerzlich vermisst wird. Solch einen Kerl hätten die Adler wohl gerne in ihren eigenen Reihen gehalten. Also alles wie gedacht. Die Rebels überlegen und zielsicher. Doch dann das, der Punt der Rebels missglückt völlig. Im Football bedeutet das 2 Punkte für das gegnerische Team. Die Adler also wieder aus dem Nichts im Game. Und dieser Augenblick gab den Gästen wohl den richtigen Motivationsschub. Denn auch nach der Pause zeigten die Adler eine sehr gute Leistung und ließen die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen. Immer wieder wurden die Angriffe der Rebels frühzeitig unterbunden und somit der Spielrhythmus der Charlottenburger absolut verhindert. Und im eigenen Angriff lief es mit zunehmender Spieldauer immer besser. Der Quarterback der Adler, Lima Johnson, mit dem nötigen Selbstbewusstsein und dem Touchdown. 8-7 die Führung aus Gästesicht. Und mit der verwandelten Two-Point-Conversion der Vorsprung sogar auf 3 Punkte ausgebaut. Die Hausherren jetzt also im letzten und entscheidenden vierten Viertel gefordert. Und für diesen Moment ist er einfach der richtige Mann. Quarterback Darius Ortlau mit seiner ganzen Erfahrung lässt mit einer schönen Körpertäuschung die Defense der Adler alt aussehen und macht den Touchdown. Die Rebels mit verwandeltem Field Goal wieder da. 14-10 die Führung. Doch wer denkt, das war's, der liegt vollkommen falsch. Das Stadtderby nahm hier nämlich in den letzten Minuten richtig an Fahrt auf und die Szenen überschlugen sich. Erst waren es die Gäste, die hier zuschlugen. Toller Pass von Johnson auf Hedery und die erneute Führung 16-4 aus Gästesicht. Doch hier war noch lange nicht Schluss. Auch die Rebels hatten noch was zu bieten. Darius Ortlau entschied sich nämlich hier fürs Laufspiel und Ivo Schönberner mit dem Touchdown. Die Adler versuchten es zwar nochmal, aber der Pass von Johnson zwar gut, aber nicht ganz genau genug. Das dann auch der Schlusspunkt einer tollen Partie, die am Ende spannender wurde als gedacht. Wir waren gut vorbereitet, aber wir hätten nicht gedacht, dass die Adler hier so einen Trumpf auspacken. Also wir sind zwar davon ausgegangen, dass wir sie schlagen können und sind auch dementsprechend ins Spiel reingegangen, aber dass die so Gegenwehr bringen, das war schon überraschend. Ja. Also es war ein sehr defensiv geprägtes Spiel, aber das war kein Wunder bei diesem regnerischen Wetter. Am Ende bin ich einfach nur glücklich über den Sieg, vor allem aber über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Unsere Jungs haben heute alles gezeigt, sie haben gefightet, geackert und sind weite Wege gegangen. Am Ende war das zwar nicht ausreichend, um die Rebels zu schlagen, doch das war heute schon viel besser als in den letzten Spielen. Wir haben zwar noch einiges zu tun, aber das werden wir schon hinbekommen. We have work to do and we'll be doing it. Die Rebels also nach 2 Jahren endlich mal wieder mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen in Gelb. In 2 Wochen gibt es dann schon das Rückspiel. Da müssen die Charlottenburger aber in den Jahn-Sportpark, wo man letztes Jahr ordentlich unter die Räder geriet. Man erinnert sich. Doch nach der heutigen Leistung, und das ist das gute Zeichen, kann
und wird es sicherlich diesmal besser laufen.